Der größte Erfolg war der Start 1972, der gleich geklappt hat. Denn wenn der Start nicht klappt, dann geht es nicht gut weiter. ...1996, das Unternehmen Rossmann stand vor der Insolvenz und ich musste bei den Banken um eine Verlängerung der Kredite bitten. Es war unglaublich schwer, weil wir damals schon im Westen immer miteinander diskutiert haben, aber die polnischen Mitarbeiter wollten wissen, was sie machen sollen, aber sie mit der Diskussion, dass man unter Gleichberechtigten diskutiert, was ist das Beste, das war eine große Umstellung. Für mich, aber auch für die polnischen Mitarbeiter. Wir haben ja früher bis Ende der 90er Jahre in Deutschland nur bekannte Markenartikel verkauft. Nivea, Persil und solche Produkte. Und dann fingen unsere Eigenmarken an. Also dann haben wir selbst Produkte kreiert. Und diese Produkte sind mir sehr ans Herz gewachsen. Zanozon Sonnenschutzmittel oder Isana, das war denn der große Erfolg. Und dafür standen wir denn, für Qualität und für Design und für alles, was mit dem Produkt verbunden war. Also Antwort, unsere Eigenmarken. Das Wichtigste ist mir Ehrlichkeit, denn um heute ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, brauchst Vertrauen. Und ohne Vertrauen der Menschen zueinander, der Mitarbeiter zu den Chefs, der Chef zu den Mitarbeitern, das geht nicht ohne Ehrlichkeit. Und diese Ehrlichkeit ist die Grundlage für ein lebendiges, für ein energiegeladenes, für ein optimistisches und kluges Handeln. Also Antwort Ehrlichkeit.